Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und guten Tag. Eine Dysmo äußert sich in unserem Denken, Fühlen, Körper und Verhalten. Unsere Gedanken kreisen unentwegt um unser Äußeres, was wir daran ändern könnten, um perfekt auszusehen, wie wir auf andere wirken und wie diese auf uns reagieren könnten. Über uns selbst denken wir vielleicht, ich bin hässlich, ich sehe total scheiße aus. Ich kann machen, was ich will, ich bin und bleibe immer hässlich. Ich werde nie jemanden abbekommen, wer will mit sowas wie mir schon zusammen sein. Guck dich doch mal an, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer soll sich denn in dich verlieben? Ich bin nicht von Bedeutung. Ich würde auch gerne etwas Schönes oder Besonderes können oder sein. Ich muss immer im Hintergrund dahindümpeln und dankbar für jedes kleines bisschen Aufmerksamkeit sein. Kann ich einmal der sein, zu dem andere aufschauen? Ich muss perfekt sein, sonst bin ich es nicht wert, geliebt zu werden. Es gibt nichts, was ich gut kann. Ich bin eine talentlose, ekelhafte, widerliche, verabscheuenswerte Gesichtsbaracke und ich kann nichts daran ändern. Ich bin ein Albtraum, ein wandelndes Brechmittel. Im Beisein anderer gehen uns vielleicht Gedanken durch den Kopf wie: Die Leute glotzen mich an und machen sich über mich lustig. Die Leute reden über mich. Warum starren mich alle an? Warum machen sich alle lustig über mich? Diese bescheuerten Menschen lachen über mich. Das ist ja normal, sich über hässliche Menschen lustig zu machen. Die häufigsten negativen Gefühle sind Depressionen, Selbstunsicherheit, Minderwertigkeitsgefühle, Angst vor Ablehnung, Angst, etwas falsch zu machen, verlassen zu werden, jemanden zu enttäuschen, Angst, auf andere Leute zuzugehen oder mit diesen zu sprechen. Wir haben Angst vor körperlicher Nähe und Sexualität, verspüren Wut und Hass auf uns und andere, fühlen uns oft einsam, sind mutlos und verzweifelt, leiden unter Eifersucht, ekeln uns vor dem eigenen Körper und fühlen uns häufig verletzt und angegriffen. Und natürlich bleiben so negative Gedanken und Gefühle nicht ohne Auswirkungen auf unser körperliches Befinden und unser Verhalten. Wir sind angespannt und nervös, insbesondere wenn wir mit anderen zusammen sind. Das Aussehen wird zu unserem Lebensmittelpunkt, ja, zum Lebensinhalt. Wir betrachten und kontrollieren uns stundenlang im Spiegel oder können keine Spiegel ertragen und verhängen diese. Wir unterziehen uns Schönheitsoperationen oder geben viel Geld für Schönheitsprodukte aus, um unsere vermeintliche Hässlichkeit zu kaschieren und möglichst gepflegt auszusehen. Nach dem Motto: Wenn du schon hässlich bist, dann musst du wenigstens gepflegt aussehen. Wir verbringen mehrere Stunden am Tag damit,
an unserem Aussehen zu feilen, um perfekt auszusehen und perfekt gepflegt zu sein. Oder aber wir kleiden uns als graue Maus, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Wir machen vielleicht exzessiv Diäten und trainieren oft und viel im Fitnessstudio. Wir bekommen vielleicht Suchtprobleme, etwa eine Kaufsucht oder Medikamentenabhängigkeit und entwickeln ein gestörtes Essverhalten wie Binge-Eating, Bulimie und Magersucht. Damit nicht genug. Wir vermeiden Aktivitäten, in denen wir im Mittelpunkt stehen. Wir ziehen uns von anderen gänzlich zurück, entwickeln eine soziale Phobie. Wir können keine Komplimente annehmen. Wir sind vielleicht Dauergäste bei Dermatologen, HNO-Ärzten, Zahnärzten und Kosmetikern und, wenn wir es uns leisten können, auch bei Schönheitschirurgen. Wir entwickeln Zwänge, etwa Zwangshandlungen wie ein ständiger Blick in den Spiegel, Waschen, Kontrolle der Frisur und des Äußeren. Wir sind anderen gegenüber aggressiv. Wir sind uns selbst gegenüber aggressiv, indem wir uns vielleicht selbst verletzen. Wir trinken viel Alkohol, um zu vergessen oder um lockerer zu werden und mit anderen zusammen sein zu können. Wir haben vielleicht einen bösartigen und verletzenden Humor oder bemühen uns, besonders nett und lieb zu sein und lächeln viel, um Ablehnung zu vermeiden. Wir entwickeln vielleicht eine feindselige Haltung gegenüber Männern oder Frauen. Wir vergleichen uns ständig mit anderen, nur um festzustellen, dass diese attraktiver sind als wir. Wir fragen andere immer wieder, wie sie uns finden und hoffen, dass diese uns sagen, wir seien doch nicht so entstellt, wie wir uns empfinden. Wir nehmen ganz bestimmte Körperhaltungen ein, um unseren Makel zu verbergen. Fast alle Menschen, die unter einer Dysmo leiden, ziehen sich vom sozialen Leben mehr oder weniger zurück. Sie werden depressiv oder entwickeln eine soziale Phobie. In extremen Fällen verlassen sie über Monate, ja selbst Jahre hinweg, ihre Wohnung nicht mehr. Allenfalls nachts, wenn die Straßen leer sind oder wenn es absolut unausweichlich ist. Alles, was sie zum Leben brauchen, besorgen sie sich übers Internet oder das Telefon. Schüler gehen nicht mehr regelmäßig in die Schule, unternehmen nichts mehr mit Gleichaltrigen, die Kontakte zu Mitschülern beschränken sich auf das Handy. Die meisten gehen nirgendwo hin, wo viele Menschen sind, das heißt Diskos, Schwimmbäder, Partys, Familienfeiern, werden gemieden. Diejenigen, die noch rausgehen, können nicht auf andere zugehen und Kontakt aufnehmen. Sie sprechen niemanden an und hoffen, auch nicht angesprochen zu werden. Haben Sie sich in den Beschreibungen wiedererkannt? Denken, fühlen und handeln Sie auch so? Dann leiden Sie vermutlich unter einer Dysmo. Schauen wir uns an, wie es dazu gekommen sein könnte, welche Ursachen dahinter stecken könnten. Alles Gute!